Und wir begrüßen die beiden Alba-Spieler hier zum Fan-Talk der Berliner Morgenpost. Wir begrüßen Yasin Itbi, euer Applaus bitte. Und Marco Simonovic. Hallo Marco. Hallo. Ja. Bleib ruhig stehen. War am Ende dann total frustrierend und bis dahin sehr aufregend. Wann ist der Moment gekommen, wo du das dann begreifst, was jetzt zum Schluss passiert ist? Direkt nach dem Spiel begreifst du, dass du ein Ziel, was du dir am Anfang der Saison gesetzt hast, nicht erreicht hast. Und es war schon sehr enttäuschend heute, auf jeden Fall. Marco, tell us something about your feeling after the game now. You can see my face. I'm very sad because we lost this game. This was a very important game for us, to qualify in German Cup, but what can I say? Can I just give apology? But where was the problem today? Why did you lose this game? I don't know. First quarter we play very good defense and we play very good basketball. Then we just stop with in defense. Then offense it's not so good. So probably this is problem. Bisschen näher an das Mikrofon, weil ich verstehe da nichts. Okay, ich werde es versuchen. Also ihr hört natürlich und seht auch, Marco ist ziemlich fertig, sehr enttäuscht. Er sagt, in der ersten Halbzeit hat man noch relativ gut Defense gespielt, aber er kann auch nicht so richtig erklären, woran es nun am Ende gelegen hat, warum man das Spiel verloren hat. Alle die Menschen hier jetzt sowieso, das sind ja die Hardcore-Fans und wir lieben Alba Berlin und wir lieben diese Mannschaft. Du hast es von außen jetzt die letzten Spiele auch beobachtet. Was ist deiner Meinung nach das Problem? Woran fehlt es momentan? Ja, es fehlt erstmal in der Verteidigung. Wir verteidigen nicht gut. Wir haben einfach, als es drauf ankam, haben wir am Ende keinen Stop gekriegt. Wir das Pick and Roll verteidigen wir nicht gut. Und dann im Angriff, wir schließen so schnell ab, wir passen einen Pass und sofort wird der Wurf gezwungen. Und zu schlecht ist ja keine gute Mannschaft. So können wir uns auch die Meisterschaft abschminken, wenn wir so spielen. Wir müssen als Mannschaft spielen, wir müssen Vertrauen in unsere Mitspieler haben, den Ball bewegen. Und das war vor allem im vierten Viertel, war ich nicht auf dem Spielfeld, aber es war schon enttäuschend zu sehen, wie teilweise Spieler auch für sich gespielt haben. Wie ist da der Wurm reingekommen? Weil wir alle haben euch ja auch erlebt, wie ihr zusammengespielt habt und waren begeistert, Bamberg hier in der Halle geschlagen und so. Und da hat ja alles toll funktioniert. Ja, das ist das Problem im Basketball, dass wenn es gut läuft, dann kann eine Kleinigkeit schon, ein ganz kleiner Knacks kann alles kaputt machen und das natürlich, dass Turn und ich uns beide gleichzeitig verletzt haben, war halt ein Riesenproblem und dann haben wir halt, und dann werden halt die kleinen Fehler werden dann halt noch mehr bestraft, wenn es nicht läuft, dann läuft es wirklich nicht und da sind wir im Moment, aber letztes Jahr waren wir noch viel tiefer, war es noch viel schlimmer, also noch können wir Meister werden. Ja, es ist eine riesen Enttäuschung, dass wir heute nicht gut gespielt haben, aber wir müssen jetzt uns voll auf die Meisterschaft konzentrieren und als Mannschaft wieder zusammenwachsen, so wie wir gespielt haben, als wir Bamberg hier geschlagen haben. What did the coach tell you after the game? Of course he is mad. We have practice tomorrow morning and we will do anything to come back on the right way, because this is definitely not good. Yeah, okay. So let's take a look to the game against Krakenbrück next Saturday, yeah, the Dragons. What do we have to do better to win this game? Defense. First of all, defense. Then we must play in offense, maybe like team, move the ball. That's going to be a very tough game. They are a very good team, better than Braunschweig for sure. So if we want to win this game, we must play much, much better than this game. Okay, also der Coach war natürlich nicht erfreut, hat gleich mal Training angeordnet für morgen früh. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Nach der Niederlage gegen Vilnius habe ich gehört persönlich, dass die Spieler gesagt haben, da ging es ums nackte Überleben. Ich denke, das wird morgen nicht anders aussehen. Ansonsten kleiner Ausblick auf das Spiel gegen die Dragons am Samstag. Marco sagt, die sind natürlich wesentlich stärker als Braunschweig, vom Papier her zumindest. Das wird sehr, sehr tough werden und vor allen Dingen aber muss sich in der Defense sehr steigern. Ein schönes hatte der heutige Abend, du bist wieder in kurzen Hosen am Start. Alle wollen natürlich wissen, wie gut geht's dir? Wie fit bist du inzwischen schon wieder? Ja, der Verletzung geht's ganz gut. Ich habe bei den letzten 6 Wochen 2-mal trainiert jetzt. Also war ich halt in der ersten Halbzeit reinkam, war ich nach 2 Minuten so platt, als hätte ich 40 gespielt. Und dann aber, als ich dann das zweite Mal in der zweiten Halbzeit reinkam, da lief es besser. Da war ich auch nicht so schnell müde und
ja, ich muss jetzt einfach extra Schichten machen, bis ich mich wieder an das Niveau heranarbeite, an das ich vor der Verletzung war. Darauf freuen wir uns. Dankeschön. Yasinit Bi, gut, dass du wieder mit dabei bist. Dankeschön. Und Marco Simonovic. Herzlichen Dank. Dankeschön, Marco. Dankeschön.